So, ihr Lieben. Und wir haben es geschafft so. Wir haben unseren ersten Partner und sind sehr stolz darauf. Bars.com, Freunde. Wenn ihr Bock habt Yes. Auf ziemlich nice Kleidung, ja, Shirts, Hoodies, Drinks, ja, Drinks, Collectibles, etc., etc., so. Merch von Künstlern, Bücher alles, von alles, Künstlern. Bücher, alles am Start, Freunde. Alles am Start. Alles aus. Over. Ja, mit dem Rabattcode, Freunde. Dope or Nope 10. Er hat jahrelang geübt, hat er das. Dope or Nope fucking 10. Das fucking lasst ihr weg. Bekommt ihr? Mit ganze 10%! People tell him! Ganze 10% auf eure gesamte Bestellung. Tell him, bro, tell him. Und es lohnt sich wirklich. Der Bruder ist nicht nur cool, sondern tatsächlich. Er hat tatsächlich einen Online-Shop, wo ich sagen kann, ja, da kaufe ich, weil es einer für die Culture ist. Ein paar Dosen könnt ihr noch brauchen, aber ansonsten. Das Link dazu findet ihr bei uns in den Show Notes. Ab sofort immer. Wisst ihr Bescheid? Ab sofort immer und deswegen gönnt euch. Und für immer. Ey, und das war Werbung. Geil, ne? Bezahlte Werbung. We out. Motherfuckers! Willkommen zu eurer zweiten Album-Reaction zu La Deutsche Vita von Kollege. Ja? You wanna be player? Wir sind da. So, ich glaube jetzt wäre aufstehen. Nein, ist die 15, aufstehen. Bruder, ist die 15. Es ist die 15, okay. Ist die 15, jetzt kommt erstmal bosshaft bleiben mit Asche. Okay, gut, Gott sei Dank. So. Also, der erste Teil war ziemlich dope. Yes, lass ehrlich sein. Yes, sir. Also, wir haben es abgefeiert. Ich könnte euch auch jetzt noch nicht sagen, bis jetzt, im direkten Vergleich mit einem Shindy, welches Album ich stärker finde. Das Kollege, was da abgeliefert wurde, war dope, Alter. Ich glaube, das kannst du so bei diesen beiden Alben nicht wirklich sagen. Die sind nicht direkt vergleichbar. Weil musikalisch, also rein von der... Von der Produktion, wie die Beats gemacht sind, wie die yes. Samples verwebt sind, wie das, müsste ich das mit der zweiten Albumhälfte Shindy geben. Also rein. Ja, aber wir sind ja hier erst bei der Hälfte. Ja, so. Trotzdem, ich glaube nicht, dass da Dinger wie Omas Hände kommen. Ja, jetzt stopp, aber jetzt teil doch einfach mal Shindys Album auf in zwei Hälften. Ja, erste Hälfte geht auf jeden Fall Safe Kolle. Ne? So. Safe Kolle. Das ist gerade mein Standing so. Safe Kolle. Zweite Hälfte wird hart. Ne, bloß bei Shindy kenne ich halt das Ende von dem Album, deswegen ist das bei mir jetzt gerade, und jetzt kommt's drauf an. Warum sagst du, zweite Hälfte wird hart? Wir wissen es doch nicht, wir kennen doch nur einen Track. Nein, ich sage, die zweite Hälfte von Shindys Album zu schlagen. Ach so, wird hart. Ja, das war schon sehr, sehr stark. Das so. Meine ich damit. War aber auch ein ganz, ganz anderer Film. Safe. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier erst angelangt so, und ich muss sagen, so die ersten 10 Tracks waren alle Feuer. Habe ich sehr, sehr gefeiert. So, also, bosshaft bleiben mit unserem Lieblingsdude Asche. Von daher, let's get it. Der Einser ist zurück. Der Einser ist zurück, Alter. Oder wie er jetzt öfter schreibt, der Einserich. Nice Sample. Ich glaub nicht, dass das Zufall war. Yes, das haben wir im Video gesehen. Das ist der Part, ne? Das ist dope, Alter. Machen wir weiter. Aber nur weil Mbappé nicht unterschrieben hat, Alter. Hätte Mbappé diesen Vertrag unterschrieben, kann niemand auf dieser Welt sagen, der irgendwas im Showbiz zu tun hat. Ich habe mehr verdient. Hell the fuck no. 700 Millionen in einem Jahr, Alter. Kilian, warum nicht? Ja, was ist alles los mit dir? Gemacht. Was alles ist los mit dir? Alles richtig gemacht. Ja? Sei offen für den Kapitalismus. Ja? Lauf auf ihn zu. Alles richtig gemacht, Kilian. Ist nicht oft, dass ich das sage. Taschen voller Cash und Stacks. Money on the bank durch Rap. Ich glaub nicht, dass der Zufall war. Yeah, immer bosshaft bleiben. Rapper werden Depri wegen ungesunder Lebensart. Statt pumpen und ins Training fahren, wird rumgelungert jeden Tag. Zielloses Treiben. Schwache Einstellung wie ihre Mietwohnungsheizung. Dank Energiekostensteigerung ist es vorbei mit. Bruder, das kann mir doch keiner erzählen, Alter. Wie dope ist das denn? Lyrisches Gewitter. Und ciao. Willst du noch was sagen? Nee? Mietwohnungsheizung, dank Energiekostensteigerung ist es vorbei mit dem Tanken. Wegen Inflation, die hier schleichend vorangeht wie eine Einbrecherbande. Zö. Die ballern sich Alk in den Kopf, darum müssen die den Gürtel enger Auch stark, ne? Wie eine Inflation, die hier schleichend vorangeht, ja? Wie eine Einbrecherbande. Ja? Also. Ja. Ah. Liebe ich, liebe ich.
Land sich Alk in den Kopf, darum müssen die den Gürtel enger schnallen wie nach Post-Trafo. Ich will hier keine Angst verbreiten, Jungs. Krise kann auch geil sein, schaut euch anderweitig um. Ich zum Beispiel hatte Geld gespart für Schwanzverkleinerung, doch stattdessen kaufe ich jetzt ein Haus per Zwangsversteigerung. Ich bring's langsam. Er hat Geld gespart. Für Schwanzverkleinerung. Zwangsversteigerung. Also Schwanzverkleinerung, Zwangsversteigerung. Alter. Ja, aber den hätte ich mir auch noch zugetraut. Mit viel Zeit. Ne? Den hätte man noch hinbekommen. Animus-Style. Ja, ja. Weißt du doch, du musst doch nur sammeln. Ja? Bis den Punkt wie beim Elfmeterschießen. Trotz Weltwirtschaftskrise läuft die Geldzählmaschine. Denkst du jetzt nicht um, bist du ein totgeweihter Mann? Dann überlege ich, wie ich mich an dein... Wusstest du, dass Kollege jetzt Werbung macht? Wieder? Für? Irgendeine Mathe oder irgendwie sowas. Kostet 2.000 oder so, die Matte. Schützt so vor Magnetismus und Funken. So in ernsthaft? So. Ja. Kolle, Bruder, du warst doch neulich noch bei Worldwide Wohnzimmer. Und da hast du noch ganz kurz erklärt, so, ja, da hättest du dich mit dem Felix von vor 2 bis 3 Jahren in der Corona-Krise unterhalten müssen. Woher kommt das schon wieder? Hm? Diese Unterbeschäftigung tut dir nicht so gut, mein Freund. Und wenn du dann wieder so eine Probe machst, weint er wieder. Tatsächlich. Not bereichern kann. Ich glaub nicht, dass es Zufall war, wo ich heute bin. Mehr Money als der Fußballstar. Und ich seh kein End. Taschen voller Cash und Stacks. Money. So schön blechern ist näher. Sehr, sehr geil. So auch der Flow perfekt gesetzt halt wirklich auf den, also das ist ein fucking Talent, das ich halt nicht beherrsche, ne? Was halt auch geil ist, ist halt die Harmonie in Asches Hook, das ist halt Fakt. Ja. Der Typ, der kann alles. Auch super vielfältig. Ist fies. Ne? Produzieren, also, rappen. Es fing an so mit dem einen Teil und dann hat er uns, glaube ich, jedes Mal von Track by Track immer mehr überrascht, bis wir komplett in seinem Bann waren. War eigentlich X-Massacre damals das erste Mal Asche für dich? Nee. Aber es war davor nicht mehr. Nee, war es nicht, weil auf jeden Fall ich dir Makarova gezeigt habe. Ja, genau, genau. Das hatten wir eben. Da ging es, glaube ich, los mit Makarova. Ja. Ich glaube nicht, dass das Zufall war. Ja, immer boshaft bleiben. Vom Fenster des Chalets rieseln Schneeflocken runter. Man zippt den Spätburgunder und trägt Cremeton-Polunder. Im Hintergrund läuft irgend so eine Beethoven-Nummer. Yo, ich leb ohne Kummer, hab kein Krebs, sondern Hummer. Im Grunde genommen war ich mit 15 schon Legende. Kerniger Typ wie ein Nusslebkuchenmännchen. Bin nur... 15 schon Legende, Nusslebkuchenmännle. Alter! Ich wollte das Allergleiche wiederholen gerade. Wie viele Worte willst du haben? Sagt er, ja. Noch mehr. Also ich muss aber auch sagen, ne, das ist hier auch das perfekte Format für Kolle, so, weil wir uns wirklich dieser Mucke komplett hingeben müssen. Wir müssen zuhören und einfach nur staunen, was hier mit den Worten passiert. So. Das ist... Das ist halt auch das... Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt da draußen so, aber für mich, ich höre einmal den Song, ich höre dann die Lyrics, dann den Beat separat, ja, und dann, ja, erst wieder den Song. So. Und wenn da keine Lyrics drin sind, kann das mich nie so catchen wie ein Song, der so gebaut ist. Weil ich in 2 Jahren wahrscheinlich noch irgendwo was hören muss, was ich vorher nicht gehört habe. So. Also ich tick genau andersrum, das wissen wir aber auch mittlerweile so, mich catcht normalerweise erst der Vibe. Also das heißt, je impulsiver ich wirklich in diesem Geschehen, in einem Track drin bin, desto besser wird es am Ende des Tages, egal in welche Richtung, ob es jetzt Emotionen weckt, ob es Energie gerade eben auslöst oder sonst irgendwas. Und dann kommen bei mir tatsächlich erst die Lyrics. Ne? Aber dann ist es meistens schon um mich geschehen. Da könnten die Lyrics noch so wack sein. Ja? Das ist. Aber deswegen habe ich es auch mit dem Producing so versucht eine Zeit lang und habe da auch echt viel Spaß. War auch nicht so schlecht, denke ich. Aber es ist halt schon sehr, sehr aufwendig. Und es gibt so viele Leute, die halt einfach um Längen besser sind. Das ist genau das und das ist, also es ist krass so. Du brauchst so viel Zeit, so ein krasses Verständnis und es sind so viele Hirnfix. Janis war auch nicht in seinen ersten 3, 4, 5 Saisons gut. Du, darum geht's nicht. Aber wie gesagt, natürlich musst du ja in die Materie noch tiefer eintauchen, safe. Aber die Zeit hatte ich einfach nicht so. Das kannst du mit Familie, kriegst du das nicht mehr hin. Nein. Ne?
Bilder werd ich nutzen, so nicht hänseln. Du hast schon genug mit deinem suppenbedingten Muskelschwund zu kämpfen. Ein Hundeleben ohne Stolz. Hast du das echt so gewollt? Dein Girl hat nicht die Hosen an, sondern ganze Overalls. Denkst du echt, dass mit der alten Ägypten Sinn? Die versklavt dich, als ob wir im alten Ägypten sind. Hast du denn überhaupt kein Testo? Wie alt bist du? Kann ich mal deinen Ausweis checken? Der Boss kriegt das hin. Du bist ein Lappen. Selbst das? Überhaupt kein Testo? Ausweis checken? Also bitte, was ist denn hier los? Zu lang an Mamas Rockzipfel hing wie ne Brautkleidschleppe. Ich glaub nicht, dass es Zufall war, wo ich heute bin. Mit Money auf der Fußballstar und ich seh kein End. Taschen voller Cash und Stacks, Money on the Bank durch Rap. Ich glaub nicht, dass es Zufall war. Wenn der Himmel grau ist und du bist traurig, stopp, immer bosshaft bleiben. Du hast keine Aussicht, weil du im Bau sitzt. Fuck it, bosshaft bleiben. Bosshaft bleiben, immer bosshaft bleiben. Sieger lächeln auf, immer bosshaft bleiben. Ist das Leben hart wie der Asphalt, abprallen lassen, immer bosshaft bleiben. So sagen krass, Alter. Bosshaft ist dopestens von mir. Ich schwanke gerade, ob es ein dopestens als fuck wird. Oder ein dopestens. Weißt du was? Ich glaube nicht, dass das Zufall. Alter. Ja, das ist krass, Alter. Dopestens also, von mir. Nee, ich muss mit dem Dopestens als fuck hier raus, weil. Alter. Wenn wir da jetzt mal die Silben gezählt hätten, ne? An manchen Stellen. Wir wären vom Glauben abgefallen, so. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ach. Also richtig, richtig dope. Richtig krass. Richtig krass. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich. Von dem Album La Dolce Vita, ich habe auch echt ein paar Tracks noch des Öfteren gepumpt. Same here. Weil ich so feier. Same here. Und deswegen, und sobald du mich so weit hast, dann hast du es geschafft. So, also, als nächstes kommt die Treibjagd. Schauen wir doch mal, was die Treibjagd so kann, oder? Ne, 87 BPM, wie ich sehe, falls das stimmt. Und ich würde sagen, los geht's. Boss, könnt ihr vielleicht noch was kriegen, so? Nein, Kleider. Was ist in Rente? Du kannst aber trotzdem noch einiges von ihm lernen. Ja. Was Vernünftiges mal. Kleiner, nimm dir etwas von der Gänsefleischpastete. Herzlich willkommen in der Menschentreibjagd-Szene. Bring mal. Menschentreibjagd-Szene. Das ist genau das, was wir meinen. Ja, die Menschentreibjagd-Szene. Das. Bitte lass diesen Song jetzt nicht so weit gehen, dass ich googeln muss, was das für ein Schloss ist, dass ich mir das angucke mit Parkanlagen. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, ich bin raus. Ja, lass gönnen. Ich bin raus. Nee, bitte nicht. Lass gönnen. Treibjagdszene. Bring mal deine Schreckschuss zum Jagdsportverein. Wir bauen dir eine Mündung mit dem Schlagbohrer rein. Komm schon. Welt des Männlichkeitswahns. Wir vollziehen mit deutschen Rappern eine Menschentreibjagd. Du erlebst in unserem Dunstkreis im filmreifen Shit. Doch Vorsicht, weil grad Brunftzeit der Wildschweine ist. Spitz die Lausche jetzt, ich merk's doch. Da. Wer kennt sie nicht, die Brunftzeit der Wildschweine? Hm? Ich wüsste jetzt nicht, wann die zeitlich wäre. Anscheinend. Also ich würde sagen, einfach im Frühling. Das wäre auf jeden Fall so eine, wo sie Stefan sagt. Straight not into the woods. Also ich hab beim Joggen tatsächlich noch keine einzige Wildsau entdeckt, aber schon ziemlich viele Rehe. Und das sind die verwirrtesten Dudes und Dudinnens. So. Sind eh nur Kängurus, die nicht im Fitnessstudio und auf Testo waren. Ey, ich schwöre euch, Rehe sind der Wahnsinn. Du joggst einfach irgendwie aus dem Nichts, so wirklich, so straight aus dem Nichts. Ja, das Ganze das letzte Mal, glaube ich, vor 3 Wochen oder so. Kommt einfach, ich bin mit meinem Hund unterwegs und aus dem Nichts, aus dem Gebüsch, jumpt es raus. Er starrt komplett, schaut uns an, wir schauen es an und erstmal schweigen. 5 Sekunden und danach gibt es alles, was es hat, ja, Speedy Gonzales-Style und rennt mit allem, was nur geht, von uns weg. Ich liebe diese Tiere, ich liebe sie. Bruder, ne, so viel zur Brunftzeit der Wildschweine. Ne, haben wir geschafft. Fällt einer aufgeschreckt ins laubbedeckte Erdloch. Jopp, da liegt er mit mehrfachen Einstichen. Voll am Bluten wie beim Kampf mit Meerwasserhaifischen.
Da vorne läuft noch einer. Ich seh nix. Check das Fernglas mit Night Vision. Sehr krasse Science Fiction. Boom, erlegt das andere. Check das Fernglas mit Night Vision. Sehr krasse Science Fiction. Das Einzige, was ich vielleicht, glaube ich, bemängeln müsste, dass mir so ein bisschen so die Persönlichkeit, also das persönliche Storytelling in dem Ganzen fehlt manchmal. Ne? Natürlich gab es schon 1-2 Tracks, wo das der Fall war, aber so, wo es wirklich um ihn, seine Persönlichkeit geht und so weiter und so fort, einfach so wirklich, er schlüpft immer in sehr viele Rollen auf eine gewisse Art und Weise. Ja, weißt gut, du? Er ist ja jetzt gerade Kolle. Ne? Also ist er ja, ja, das ist schon klar. Aber das ist ja, ne, du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube, dass das, also ich verstehe, was du mir sagen willst. Klar. Ich sehe das aber ein bisschen anders, weil ich glaube, dass jeder einzelne Track da drauf Storytelling ist. Ne, also. Vielleicht falsch ausgedrückt in dem Moment von mir, schon, ne? Ich verstehe trotzdem, was du meinst. So, von daher, ich glaube tatsächlich, ich wollte von diesem Album aber auch nichts Persönliches. Also ich. Es gab aber auch einen Track, welcher war das denn? Wo wir uns auch drüber gewundert haben, dass es gerade sehr, sehr persönlich ist, wo seine Mama mit im Spiel war. Ja, wo ich weiß auch nicht das, mehr, welcher Song genau war. Das, ich weiß es auch nicht. War von Free Spirit eigentlich, oder? Ja, wie gesagt, auf dem Album glaube ich nicht. Ne? Nee. Und das ist genau das, was ich meine eigentlich. Ne? Das, auf dem Album konnte das nicht passieren. Ja, das ist klar, aber manchmal tatsächlich wünschte ich es mir, weil ich glaube, es wäre halt nochmal... Ja, das habe ich über die Jahrzehnte halt bei Kolle gelernt. So, ich muss die Alben differenzieren. Vielleicht, ich verstehe dich komplett. Und das muss man. Mir gefällt es ja auch, wenn Menschen was von sich geben. So. Natürlich. Oder von sich preisgeben. Aber vielleicht nehme ich das jetzt deswegen nicht so wahr, weil ich überhaupt gar nicht mit dem Gedanken gut an dieses Album rangegangen bin. Also null. Da bin ich auch nicht. Ja, ne? Weil ich sage halt, für mich muss es genau so sein. Und ich finde die Story, die er gerade erzählt, vor allem wie er es macht. Ist übelst krass. Ist übelst krass. Rapper so langsam. Übelst. Grüne Schwein reiht sich formidabel zwischen meine Wandtrophäen ein. Kid, na pack dich das Beutejagd lieber. Nächstes Mal steckst doch du dein Ernst in Deutschrappern. Ich geh auf Treibjagd, abends um 7:30. Ich sitz in einer Seilbahn und schieße. Lässt du seinen inneren Udo raus, Alter? Was schießt er ab? Ich wollte nur hören, was er abschießt, so. Final. Weil er geht ja auf die Treibjagd. Ich sitz in einer Seilbahn. Und schieße sie ab. Okay. Hier gibt es keine Freifahrt. Jagd bis in die Nacht. Da hilft dir auch kein Lifeguard. Der Boss auf Treibjagd. Yeah. Treibjagd. Hast du auch schon sehr sexy gemacht, ne? Da hilft dir auch kein Lifeguard. Yeah. Der Boss auf seine Treibjagd. Yeah. Ja. Tröd, tröd, bis das Jagdhorn glüht. Wir treffen uns dort, wo der Schwarzdorn blüht. Tröd, tröd, bis das Jagdhorn blüht. Nee, glüht, Entschuldigung. Wir treffen uns da, wo der Schwarzdorn blüht. Ja, genau. Allein, dass es eine Pflanze Schwarzdorn gibt, habe ich jetzt gelernt. So. Den Sanddorn, den kenne ich. Es gibt so einige Sachen, ja, die du hier lernen kannst. Ja? Bosshaft bleiben. Bosshaft bleiben auf jeden Fall. Und viel lesen. Viel lesen. Oder auch einfach, wie Animus sagt, einfach aufschreiben. Das ist ganz leicht eigentlich am Ende des Tages. Ja, du musst nur und dann musst du kombinieren so. Das ist gleich mit dem Bibelcode. Die Kritiker des Buches, umso mehr findet er. Also von daher ist es Animus ist schon durch und hat ihn gelöst, Alter. Ne? Animus mehrfach. Animus ist der Bibelcode. Voila, Bruder. Heil Satan, ja. Abraxas, Animus. Nach. Kid, das ist der Eignungstest. Besser beiß dich jetzt wie ein Treibhund fest. Folg dem Geierflug, schau zum Himmel empor. Hinterher wirf mal nicht so schnell die Flinte ins Korn. Wir vollziehen im Ententeich Jagd. Wieder mal mit deutschen Rappern eine Menschentreibjagd. Komm, Kleiner, es ist Treibjagdzeit. Du meinst schweißnass, das ist ja Fleißarbeit. Kleiner, sei mal ein bisschen einfallsreich. Schon ist es so einfach wie das Einmaleins. Also ich muss zur Zeit mir immer so ein paar Hörspiele von meiner Tochter geben, ne? Das ist ein ähnlicher Film. Safe, bro. Komplett in der Geschichte drin. Zart. Du willst ein paar Tricks? Nur ist da das Tröd, Tröd was anderes als ein Treibhorn. Und das ist halt vorzugsweise Benjamin Blümchen da, ne? Das Tröd, Tröd. Vorzugsweise. Oder halt Bibi Blocksberg mit, keine Ahnung wie sie heißt, und Eierpampe. Na, da wird auch gepustet und ihr wisst Bescheid. Ehrensache Platte, wenn die Bärenfalle rastet, ist das Schwermetall belastet. Der Deutschrapper, auch wenn er deutlich widerstrebt, wird er fachgerecht wie ein abgehetztes Beutetier erlegt. Kid. Fachgerecht wie ein abgehetztes Beutetier erlegt. Es ist
Weißt du, A, A, B, A, B, 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 A, B, 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 A, A, C, D, D, A, A. Ich glaube, er kommt einfach nochmal ganz entspannt mit einem Z rein. Typ ist so krank, Alter. Es ist wirklich. Mann, musst du kein Muffensausen kriegen. Nach nem Schuss in Bauch siehst du die kaputten Lauchs da liegen. War gar nicht so schwer. Ich sag's doch, Kollege. Glückwunsch, deine erste Jagdkopftrophäe. Ich geh auf. Ja, so ist das mit Schrot, ne? Könnt ihr dir dazu bitte ein Video machen? Ich will wissen, wer hängt. Nein, bitte nicht. Jagd. Abends um 7:30. Ich sitze in einer Seilbahn. Es muss niemand an Michael Schindler ein Exempel statuieren. Ja. Ey, könnt ihr auch, keine Ahnung, was weiß ich, ey. Ja, könnte, ja, aber... Holunder von Blumentopf sein. Na klar, könnte. Ja, wissen wir aber, dass das nicht so ist. Ey, Blumentopf hat den Wolf damals gedisst. Aha, haben sie, ja. Ja, haben sie. Ja, ich weiß. Und schieße sie ab. Hier gibt es keine Freifahrt. Jagd bis in die Nacht. Da hilft dir auch kein Lifeguard. Der Boss auf Treibjagd. Es ist Treibjagdzeit. Hörst du die Fanfaren? Weidmannsheim. Treibjagd. Toll, hast du gut erkannt. Und jetzt nimm all deinen Mut zusammen. Komm. Aber lass mal ehrlich sein, da muss man auch schon harten Film schieben, um so einen Track auf die Beine zu stellen. Gut erkannt. Jetzt nimm doch auch mal allen deinen Mut zusammen. All deinen Mut zusammen. Komm schon, es ist Treibjagdzeit. Hörst du die Fanfaren? Weidmannsheim. Treibjagd. Toll, hast du gut erkannt. Du fühlst dich, als wärst du Superman. Ja, von mir gibt's einen dopestens dafür. Same here. Same here. Sehr smooth. Gut diese. Sehr witzig. Genau unser Humor und Lines on fleek. So, jetzt passt auf, Freunde. Jetzt muss man ganz kurz was klären, okay? Auf ein Wort. Auf eine Zigarre. Mit, ja? Sherlock Jones. Und Big Boy nächster Track wäre Aufstehen, Aufstehen. Ja, danach folgt die Lord Aura. Lord Aura hatten wir schon. Aufstehen, Aufstehen hatten wir auch schon. Ist nicht auffindbar. Ja. Die Erklärung kommt. Ja, wurde gelöscht. Wie so vieles. Aber wir können euch sagen, was wir dem Track gegeben haben. Yes. Es war ein wirklich von Herzen kommendes, absolut ernst gemeintes. Nope. Kurz überlegt, ob es auch ein Nopestens geben sollte. Wir sind einfach nur ehrlich. Ja, ja. Es war einfach. Wir hatten ein bisschen Angst vor der zweiten Hälfte von dem Album. Bis jetzt bin ich echt noch guter Dinge. Ja, und bin froh, dass wir das Aufstehen, Aufstehen hier überspringen können. Es war so null unser Film, Leute. Wir hoffen, eure auch. Das Ganze in dem Footballstadion, alles schön und gut, war perfekt gemacht, so mit Marjo. Aber dieser Motivationstrack auf Abtempo 130 oder was auch immer da los war, boah, hat es uns ein bisschen geschüttelt. Yes. Und ihr wisst, ne, wir verteilen lieben gerne inflationäre Dopestens und Dopestens as fuck an den Boss. Also es ist, ja, aber ausschließlich da, fast. Aber da hat es nicht mal für neutral gereicht. Nee, es ging wirklich nicht, ne, wir waren beide des Todes verwundert. Wir sind ehrlich zu euch, kommt damit klar, hate it or love it. That's it. Ja? The Underdogs on top. So, wie gesagt, Lord Aura wäre der Track danach, nach Aufstehen, Aufstehen, und jetzt kommt der Betonschuh. Ja. Was mit dem wohl los ist und wo, in welchen Fluss der denn führt, das erzählt uns der Boss gleich, ne? Bruder. Ganz klassische Drum-Pattern. Originaler geht's nicht. Yes. Gun in dein Face, hey, Feuerfall, hey, Silencio, hey, 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 schwimmen im Rhein, hey, Tauchertrupp, hey, Betonschuh. Der Trommelwirbel impliziert, der Boss ist wieder da. Die Sonnenbrille schwarz, wie Forrest Whitaker. Ich lief mal beim Bankraub ohne Skimaske ein. Man erkennt mich ohnehin an meinem Stiernackenfleisch. Neben deiner Frau weg selbst eine alte. Man erkennt mich ohnehin, ja? Also erstmal lief er mit der Skimaske ein und man erkennt ihn ohnehin an seinem Stiernackenfleisch. An seinem Stiernackenfleisch. Same here. Mal beim Bankraub ohne Skimaske ein. Man erkennt mich ohnehin an meinem Stiernackenfleisch. Neben deiner Frau weg selbst eine alte Oma faltenloser. Da kann bloß das Botoxen helfen wie die Arche Noah. Du sorgst pünktlich für Schutzgeldempfang, denn du Hund von einem. Da kann nur das Botoxen helfen wie die
Arche Noah. Ich krieg's nicht zusammen. Ich auch nicht. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Ja, aber ich jetzt. Da kann nur das Botoxen helfen, wie die Arche Noah. Also ich habe alles richtig verstanden. Ich hab's bloß nicht verstanden. Lass noch mal ein bisschen zurückgehen so. Hab's gerade nicht überrissen. Vorweg selbst eine alte Oma, faltenloser. Da kann bloß das Botoxen helfen, wie die Arche Noah. Du sorgst pünktlich für... Krieg ich nicht überrissen, Alter. Bin ich zu dumm für. Klärt uns einfach auf. Ja. Klärt uns doch mal bitte auf. Botoxen, hat es irgendwas mit der Arche Noah zu tun? Botox. Botoxen? Auch nicht, ne? Oh dass ja. Dass du da irgendwie... Aber da kann nur noch das Botoxen helfen, wie die Arche Noah. Oh, alter Schwede. Mensch, ey. Du hast es gelöst. Bro, na, aber du hast es vollendet. We smart. Ja. We smart. Congratulations. Wir sind unser eigenes Schwabenintelligenz. Ja. Mit Häubchen. Mit unserem glücklichen Gelb und Orange hier am Start. Schau uns an, wie fruchtig wir heute aussehen. Fruchtiger. Ah, der hat aber lang gebraucht. Hey, leck mich am Arsch. Ja, bei mir auch. Botoxen helfen. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Also. Wie wir auch da sitzen. Botoxen? Botoxen? Botoxen. Ja, aber jetzt überleg mal. Wie gesagt, auf diese Lines musst du ja auch erstmal kommen. Ja, und die Doppeldeutigkeit. Ja. Das ist das Krasse. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft, ne? Ja. Krass. Kollege S. gelöst. Ja, wir sind so stark. Wie die Arche Noah, du sorgst pünktlich für Schutzgeldempfang, denn du Hund von einem Mann bist der Hund von einem Mann. Du bist als Gnom, ich als Hühne geboren und hab auf Bühnen performt, da warst du grün hinter den Ohren. Ich bin Old Money, wie eine Golddukate, hab noch deutsche Mark in der Holzschublade. War in den 90ern schon investiert in Edelmetalle und im Regal steht das Modell einer Segelfregatte. Apropos Segelfregatte, die Segelsaison ruft, ich werf dich über Bord im Betonschuh. Gun in dein Face, hey. Feuerfall, hey, Silenzio, hey, 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 schwimmen im Rhein. Das waren wohl Gunbars. Sorry, Bro. Pang. Das ist gerade auf einem ähnlichen Level für mich. Das ist das Rum-Rum, wer von mir jetzt gekommen? Ohne Scheiß. Hey, Tauchertrupp, hey, Betonschuh. Gun in dein Face, hey. Es gab einen deutschen Rapper mit Fans und Ruhm. Ich sag nicht seinen Namen, doch du kennst ihn gut. Ein Typ, bei dem ich immer das Gefühl hatte. Hat doch Lars, das ist fast 1:1 Lars zitiert. Von Dämon. Ah, fuck, wie hieß denn der? Battleboy, ah, fuck, ey, wie hieß denn der Track? Ist ja egal, Battleboy irgendwas, ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht Basti. Ja. Aber genau das war's eben, ja? Geil. Hey, Tauchertrupp, hey, Betonschuh. Es gab einen deutschen Rapper mit Fans und Ruhm. Ich sag nicht seinen Namen, doch du kennst ihn gut. Ein Typ, bei dem ich immer das Gefühl hatte, der ist komplett Rille wie eine Vinylplatte. Besoffen auf Koks, look wie ein untoter Skeletmann. Kopf ist Pilot wie bei Dumbo dem Elefant. Ich sagte zu ihm, was machst du, grundlose Welle, Mann? Es gibt stumpf so eine Schelle, dass du Hund nur noch bellen kannst. Du willst wissen, wie sein Name laut Pass heißt. Doch ich hab nicht die DNA eines Waschweibs. Sag uns, wer's war. Nee, ich sag nur, das war's, wenn das mal ans Tageslicht trat, wie der Dracula-Graf. La Deutsche Vita, bei dieser Platte wurde doch. Hier, Kolle Ehrenmann. Ehrenmann dafür gerade. Nein, für das war es wie die Graf Dracula, der ans Tageslicht trat oder sowas. Das ist auch krass, Alter. Gib dir das mal. Übelst geil. Feinschliff geachtet wie bei meinen Diamonds im Nacken. Und alles strahlt mal wieder, weil der G-Eyes am Hals hat wie ein paar Krieger der Alkai. Weil der G-Eyes am Hals hat, ja. Weil der G-Eyes am Hals hat. Ja, so rum, ja, klar. Aber die Doppeldeutigkeit ist genauso so richtig schön. So. G-Eyes es am Hals ist Killer. Es ist Killer schon wieder. Ich check gerade hier, wie der Track hieß von Lars, Alter. Einschliff geachtet wie bei meinen Diamonds im Nacken. Und alles strahlt mal wieder, weil der G-Eyes am Hals hat wie ein paar Krieger der Al-Qaida. Qualitativ und kein Standardscheiß. Ja, ich mag es, wenn ein Plan ineinander greift wie ein Paar in einem Tanzverein. Der Boss, der stets mit Weisheit glänzt, gilt dank seiner Ice-Dog-Watch dennoch als Steinzeitmensch. Gun in dein Face, hey, freier Fall, hey, Silenzio, hey, 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 schwimmen im Rhein, hey, Tauchertrupp, hey, Betonschuh. Gun in dein Face, hey.
Feuerfall, ey, Silenzio, ey, ey, ey. Schwimmen im Rhein, ey, Tauchertrupp, ey, Betonschuh. Ich nehm's zurück. Es war nicht Fat Lace Battle King, sondern es war Real Rap Stories. Ich kannte einen Rapper, und dann fing er so an, so. Genau das war's, Alter. Ein Rapper, aber bitte. Ein Rapper kannte er, einen Rapper. Ja, Dopestens, Bruder. Was soll ich sagen? Was sollen wir dazu sagen? Ich gebe dem Ganzen auch ein Dopestens. Ich müsste ein Dopestens das Fuck geben, weil wir hier tatsächlich meine Line komplett gelöst haben. Ja, aber das ist. Das müsste er dann für uns geben, das Dopestens das Fuck, und nicht für den Boss. Weil es einfach zu einfach war, zu simpel. Uff. Botoxen? Was hat Botoxen mit der Gnur zu tun, Alter? Botoxen? Bruder. So war ich da gesagt. Botoxen? Pass mal auf, weißt du, wie vielen Leuten wir das hoffentlich erklärt haben heute? Die schon seit 2 Wochen das Album pumpen und sich immer wieder denken so, ich pack die Leine, ich verstehe. Obwohl, vergesst, ne? Rap Genius klärt ja, auf, Alter. Rap Genius klärt auf. Ach, selbst die haben es nicht verstanden. Ja? Schaut euch unsere Reactions an, dann versteht ihr die Welt. Oh Mann, Alter. Okay, als nächstes kommt, warum denn halt nicht? Die Frage stelle ich mir auch immer. Und warum denn halt nicht hier nicht drauf ist, verstehe ich jetzt auch gerade nicht. Schönen guten Abend. 20 Uhr. Die Tagesschau. Auf der verzweifelten Suche nach dem Song Warum denn halt nicht verlor Sherlock Jones auch kurzerhand die Besinnung und droppte zu Boden, wurde durch Bierduschen aufgeweckt. Mehr fällt mir leider nicht ein, aber ich kann euch sagen, dass wir heute eine ziemlich lange Session machen, damit ihr auch eure Kollegah-Session kriegt und es endlich vollzählig ist und danach holen wir doch mehr nach und noch mehr nach, bis wir auf Null sind. 2026. Und was ihr tun könntet, weil wir wissen, dass nur 20% von euch nicht mal die Glocke gedrückt haben und abonniert haben. Abonniert diesen Kanal, liked dieses Video und macht diese Glocke, weißt du. Dann sperrt uns Farid vielleicht auch nicht die Reactions. Irgendwann. Wäre cool. Wie weit bist du, Bruder? Hey. Steter Tropfen hüllt den Stein. Ja. Geduld ist eine Tugend. Kommt Zeit, kommt Rat. Gut Ding will Weile haben. Mehr kenne ich nicht. Ja, die was mit Zeit und Geduld und so weiter zu tun haben. Failed. Das war das Problem. Alright. Ah, dieses Video kann nicht heruntergeladen werden. Wir laden nicht runter, Bruder. Von wo auch immer wir das herhaben, in unsere Software. Das ist ein Direct Stream. Genau so ist es. Mhm. Ja. Mhm. Gedirected und so. Mhm. Deswegen. Ihr wisst. So. Also, jetzt können wir directly streamen auf unsere DVS. Ich wurde übrigens, by the way, von jemandem gefragt, falls ihr euch auch die Frage oder ein paar Leute da draußen die Frage stellen sollten, wie das funktioniert. Das ist eine Software, nennt sich Serato Video. Ich habe das dem Typen erst heute geschrieben. Und die ist völlig untergegangen, kam schon vor vielen Jahren raus, das ganze Thema. Und wir dachten uns halt einfach, für dieses Projekt wäre das einfach so das perfekte Feature. Deswegen macht ihr das jetzt auch nicht damit. Ihr macht was anderes. Ach, könnt ihr doch nicht, weil dann ist es sowieso, das ist Byton, Bruder. Word. Also, ihr könnt es nur schlechter kopieren, ihr könnt nicht besser werden als wir. Naja, we did it first, so, was willst du machen dagegen? We the first. We the first. Bro, so langsam dreht er völlig durch, ja. Meinst du Khaled? Ja, also jetzt ist echt Feierabend. Ich krieg auch nichts mehr mit, es ist ähnlich wie bei Animus stellenweise. Achtung, es kommt wieder ein bisschen Knoblauch. Ne? Und wie du merkst, ich hab's auch nicht in deiner Richtung. What is this? It's possible, sagt ihr. What is this possibly, sagt sie. Water. And what could this possibly be? Cucumbers. So regular shit. Und er so, Cucumbers. Bruder, ich hab gedacht, Bro. Oh Mann, ey. Geh wieder in deinen Schuhschrank, da mach ich mit. Ja, weil der ist krass. Es gibt auf TikTok, gibt's einen Vater und einen Sohn. Ich glaube aus Sierra Leone kommen sie ursprünglich und sind aber jetzt in den Staaten. Ich musste die mal schicken, du lachst dich tot. Ja?
Aussprache, so Pronouncing, so between Africans and Americans. Du lachst dich tot, Bruder. Ja, weil du gerade, wenn du Cucumbers kommst, ne? What is this? Cucumber! Ja? Es ist so fucking funny, Alter. Ich musste das schicken. Die zwei sind so göttlich und es ist so süß anzuschauen. Ich habe letztens irgendwo ein Screenshot gesehen von irgendeinem Restaurant, das Burgers and Cock heißt. Was machst du? Wenn du reinbeißen willst, hast du eine Nudel drin? Ich habe keinen Plan. Der Typ hat nur davor das Foto gepostet und gesagt, nevermind, not going in there. Ja, verstehe ich. Kann ich komplett nachvollziehen. Kennst du Harold and Kumar? Nein. Nein. Das ist eine absolute Empfehlung, wenn du mal entspannt bist. Harold and Kumar. Besten Harold and Kumar Flucht von Guantanamo. Hey, where the new guys at? Today we got some dick meat sandwich. Und das heißt auf Deutsch auch so. Heute gibt es Schwanzfleisch Sandwich. So ein huge ass dude. Oder? Also, yeah, and I brought some extra mayo with it. Bro, ich bin gestorben. Das glaube ich dir. Also, warum denn halt nicht, ne? Deswegen, lass starten. Können ein bisschen Mexican werden. Mit 30 Millionär sein, warum denn halt nicht? Ah. Dabei noch Killer aussehen, warum denn halt nicht? Yeah. Auch noch physisch stark sein, allround smart sein. Klar. Wollen bis zum Grabstein, warum denn halt nicht? Ich sag's euch nur, ne? Sag ich jetzt schon, dope ist das fuck. Man muss es nicht nur hier haben, sondern auch hier. Dope ist das fuck. Ich schließ mich an. Das geht, warum denn halt nicht? Was haben wir zu verlieren? Ja, warum denn halt nicht? Business wie Gianni, Fitness wie Ani. As if it was nothing, warum denn halt nicht? Mit 30 Millionär sein klingt kompliziert. Schon als Kindskopf wurdest du indoktriniert. Du hättest dringend mal eine Helferhand gebraucht. Deine Eltern schafften es kaum mal über den Tellerrand zu schauen. Was kann der Junge? Wozu ist er fähig? Statt nur gucken, ob er auf einem guten schulischen Weg ist. Jetzt erlebst du gerade blutjung, die erste Liebe zu dumm. Schaff mal für die Zukunft eine Perspektive. Warum denn halt nicht? Dope. Einfach nur dope. Erste Liebe zu dumm. Schaff lieber für die Zukunft eine Perspektive. Sehr geil. Sonst wundert dich nicht, dass du bald in Lumpen da sitzt. 20 bis 30, die goldene Dekade. Nutz sie denn, was folgt ist sonst ne teuflische Spirale. Ist sie deutlich, meine Sprache, spiel die Möglichkeiten aus. Mit 40 hat dein echter Mann ein Königreich gebaut. Dein Traum ist viel Geld, mal einfach so die Frage in den Raum hier gestellt. Warum denn halt nicht? Aber true, was er sagt? Ja, bitte. Auch getreu dem Motto, so ungefähr so, it's never too late, so. Getreu dem Motto bis 40, Digga. Ja. Ja, aber wenn du halt ab 40 auch erst dementsprechend baust, ne? It's too late. Dauert's ja trotzdem noch. Und Bruder, ja? Schau dich an. Ja? I just did. Ja? Auch jetzt baust du mit mir ein Monument, ja, auf YouTube. Ja? Wir bauen Großes. Ja, mit dem, was wir hier gerade anfangen. Und mit unserem Hoodie Mob. Jetzt hast du Stoff gemacht. Mit 30 Millionär sein, warum denn halt nicht? Dabei noch Killer aussehen, warum denn halt nicht? Yeah. Auch noch physisch stark sein, allround smart sein, ballen bis zum Grabstein, warum denn halt nicht? Und es geht, warum denn halt nicht? Der Vibe von dem Song ist krass, Alter. Ich, also, Beat bin macht aber auch straight, ne? Straight in diesem Beat drin, Alter. Beat macht aber auch viel für das Ganze gerade. Der Beat ist 1998. Yes. So, und straight aus New York. Yes. Was haben wir zu verlieren? Ja, warum denn halt nicht? The Large Professor hat den gemacht. Business wie Gianni, Fitness wie Ani, as if it was nothing, warum denn halt nicht? Ey, der Bossback, all black wie dein Sichtfeld nach. Nem beiläufig ausgeführten Pimp-Slap-Spaß. Du greifst nach den Sternen und bitte was? Höchstens wenn du Stripper-Sluts an die Titten packst. Family in Kanada, die trotz in dem Schneegestöber. Eine Hälfte schwere Nöte, andere Hälfte Bärentöter. Schwere Nöte. Family in Kanada, die trotz in dem Schneegestöber. Hälfte schwere Nöte, andere Bärentöter. Was ist denn mit dir los, Kolle? Warum? Es ist bewundernswert, ne? Es ist unfassbar. Muss man wirklich sagen. Es ist unfassbar. Ja, ja. Wir haben trotzdem Zusammenhalt. Egal was kommt, man trotzdem Zusammenhalt. Ey, warum denn halt nicht? Warum gibt dein Dad dir Geld? Doch warum denn halt nicht?
Life's a bitch. Kann nur jemand sagen, der den Boss nie life's a bitch. Kids. Rapper knallen jetzt LSD-Trips. Das jetzt anscheinend angebracht wie LED-Strips. Mach das mal nicht, du bist. Nee, wir haben gelernt, es sind jetzt Ballons. Also. Und taufrisch allround, alles ficken, ja warum denn halt nicht? Mit 30 Millionär sein, warum denn halt nicht? Dabei noch Killer aussehen, warum denn halt nicht? Auch noch physisch stark sein, allround smart sein, ballen bis zum Grabstein, warum denn halt nicht? Und es geht, warum denn halt nicht? Was haben wir zu verlieren, ja warum denn halt nicht? Business wie Gianni, Fitness wie Ani, es gibt fit was nothing, warum denn halt nicht? Yeah. Voila, was ein idyllischer Anblick. Die Sonne schiebt ihr güldenes Antlitz über den fürstlichen Landsitz. Ist wirklich beachtlich, da muss den Putzfrauen meistens die Luft ausbleiben, als würden sie an Schluck aufleiden, denn das Märchenschloss. Und hier wieder pure Poesie vom Boss. Ist prächtig, beträchtlich. Alleine für den Beilagensalat ist ein Sternekoch beschäftigt. Und Cuisiniers, die Wein zubereiten, der Hähnchenschenkel. Köpfe zusammenstecken, als seien es Lego-Männchen, der Bart haargenau getrimmt. Man hört Schnadelöfter Schönling zu mir sagen, als der Boss zu seinem Butler aus Beijing. Die Kasse macht Ching, alles funkelt ganz schick. Und das alles, weil ich dachte, ja, warum denn halt nicht? Mit 30 Millionär sein, warum denn halt nicht? Dabei noch Killer aussehen, warum denn halt nicht? Auch noch physisch stark sein, allround smart sein, ballen bis zum Grabstein, warum denn halt nicht? Und es geht, warum denn halt nicht? Was haben wir zu verlieren, ja warum denn halt nicht? Business wie Gianni, Fitness wie Ani, es gibt fit was nothing, warum denn halt nicht? Es könnte aber auch ein nicer Track, so mitten in der Sonne, schöner Basketball Court in Cali. Ja, und das Ding laufen lassen. Ich würde es feiern in dem Moment. Ja gut, die Amis würden den Vibe auch feiern mit Sicherheit, Alter. Ja, lass mal die Amis kurz weg, so einfach nur für uns. Ach so, sorry, ja. Nur für uns, weil es bei denen ist so. Nee, aber ich wusste jetzt nicht so, wie ich das Gefühl perfekt transportieren kann. Weil wenn ich jetzt mit Ostsee oder sonst irgendwas gekommen wäre oder Nordsee, das hätt's nicht gegeben, so, weißt du, das wäre nicht so geil gewesen. Und deswegen. Ja, so ein Streetball-Court in Venice wäre auf jeden Fall cool. Ja, warum denn halt nicht, ne? Warum denn halt nicht? Stark. Yes. Ja, wir haben es schon gesagt. Dope is as fuck. Der Beat ist, wie gesagt, straight aus Mitte 90er. Ich möchte gar nicht wissen, welche Samples da alle drin sind, die ich jetzt nicht erkannt habe, die ich hätte kennen sollen. Zumindest klang es so, als hätte ich es kennen müssen. Ach, Bruder. Dope Business ist fuck. Also, als nächstes kommen wir wieder zu einem wundervollen Feature, wahrscheinlich mit Asche zusammen. Unantastbar. Seid ihr zwei im Rap auf jeden Fall. Auf eine gewisse Art und Weise so. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen. Das ist auf jeden Fall ein ganz nices Tag Team, Alter. Ja. Yeah. Leute schlafen aus bis um mittags. Ich bin wach, wenn die erste Blaumeise zwitschert. Braureif glitzert. Wild ist der Dobermann. Wir schreiten voran im güldenen Morgenglanz. Das gab's vorhin schon mal, der güldene Morgenglanz, ne? Das glaube ich ihm auch. Dass er so früh wach ist und so weiter und in den Tag startet und alles. Ja, Mann. Du wirfst Münzen ins Sparschwein, ich nicht. Ich genieße das Frührentner-Dasein. Schon lustig, wie die Dinge passieren. 20 Jahre Rap, ich muss keine Finger mehr rühren. Falls du es vergessen hast, wer hier der King ist. 20 Jahre Rap, bleib unantastbar. King im Dschungel wie Mufasa. Yeah. King im Dschungel wie Mufasa. Sehr nice, sehr nice. Ja, hat halt keine lange Legacy. Weiß nicht, wie lange Mufasa schon King war, bevor er gestorben ist. Ja, lang lebe Mufasa. Immer noch, wusstest du? Jetzt bin ich gespannt. Wusstest du? Was wusste ich? Das in fucking Herkules. Oh, okay. Ja, dem Disney-Film, Bruder. Ja, trägt er einen Löwenschutz, ja? Ja. Wie Herkules es tut. Ja. Das fucking Scar. Stimmt. Zermonie. Stimmt, aber... Im Cartoon, ja? Word. Tatsächlich, das ist vollkommen richtig. Ja. Ja, ist nice. Wusste doch, dass diese sinnlose Info sehr, sehr, Bruder, was heißt, die hat nicht nur was gebracht, sie hat mich erleuchtet. Bro, da habe ich noch mehr für dich. Mhm. Das ist später. Und über Hades reden wir später. Oh. Falls du es vergessen hast, wer hier der King ist, 20 Jahre Rap bleibt unantastbar. Im Dschungel wie Mufasa. Häng du weit
weiter in deinem komischen Hartz-IV-Jobcenter. Ich bin Rentner, eingefleischter Spazierstockgänger. Neuerdings auch meilenweite Wandertrips. Deine Mom die kreidebleiche Schlampe strippt im Schweiße ihres Angesichts. Jeden Tag am Ackern und Malochen. Ich seh zu, pack das in ein paar Strophen und mach daraus Millionen. Fang an zu schreiben in der güldenen Lichtung und vollende dieses wahre. Gülden feiert er auf jeden Fall auf dem Album. Also, Gülden ist auf jeden Fall das Wort des Albums. Ne? Füllhorn an Dichtkunst, übertrieben fresh wie ein kühlender Wind. Andere Rapper nicht, weil sie keine Frührentner sind. Ey, Residenz wie der Taj Mahal. Geld fließt auf die hohe Kante wie beim Wasserfall. Heute hier, morgen da wie ein Lastwagenfahrer. Ich reise nach Amerika wie Vasco da Gama. Lass dein Spastigelaber. Sing lieber die Hook mit, weil sie eingängig ist wie dein klappriges Fahrrad. Falls du es vergessen hast, wir hier auch sehr, sehr nice, ja? Eingängig, ja? Wie dein klappriges Fahrrad. Nennt sich auch BMX. 20 Jahre Rap, bleib unantastbar. King im Dschungel wie Mufasa. Yeah. Falls du es vergessen hast, wer hier der King ist. 20 Jahre Rap, bleib unantastbar. King im Dschungel wie Mufasa. 20 Jahre Rap, jetzt fängt das spießige Leben an. Spaziere flanierend wie ein britischer Edelmann. Exorbitant, technisch brillant. Der Dobermann und ich gehen im Stechschritt voran. Du denkst, du baust den anständigen Lebenswandel auf. Doch dein mega krasses Haus sieht wie mein Schrebergarten aus. Du denkst, deine Finanzierung war ein Riesenschnäppchen. Jetzt heißt Zahlen auf Pump wie beim Bizepsmessen. Traurig, dass mein Auge auf den Frührentner macht. Ich hab öfters mal vom Geldzählen Papierränder gehabt. Freut euch doch, dass der Boss da jetzt spart. Ich hab öfter mal vom Geldzählen Papierränder. Der Cut. Wem haben wir das gewünscht? Dem Dude, der auf TikTok einfach Videos von uns teilt. Du Wichser. Dem haben wir das gewünscht, ne? Ja. Und jedes aber da war noch ein Bruder dabei, der hat in den Kommentaren noch fiesere Sachen ausgepackt. Ehrlich? Ja. Ja. Hat das gesteigert? Ich meine, er hat einen, der hat noch. Bruder, den hätten wir teilen müssen, ja? Ja. Muss ich nochmal suchen, ne? Ja, muss suchen. Okay, scheiße. Ziergänge macht, auch ab und zu noch Punchlines auf Klavierklänge packt und in Songtexte Nullen deklassiert. Eure Muttis penetriert und euch zu kompletten Dullis degradiert. Und jetzt singt die Hook mit, der Chorus ist fett und hat Ohrwurm-Effekt, als wenn der Chord in die Act. Falls du es vergessen hast, wer hier der King ist. Chord in the Act. Tja, Chord in the Act. Die waren auch nur ganz kurz da. War Chord in the Act nicht Love is everywhere? War das nicht Chord in the Act? Ich glaube, das waren sie. So tief war ich in der Bravo-Hits nie drin. Bruder, ich komme vom Dorf, Alter. Nicht, weil ich es gehört habe, aber weil ich es stellenweise hören musste bei FreundInnen. Ich habe gegendert. Oh. 20 Jahre Rap, bleib unantastbar. King im Dschungel wie Mufasa. Yeah. Falls du es vergessen hast, wer hier dagegen ist. 20 Jahre Rap, bleib unantastbar. King im Dschungel wie Mufasa. Ja. Sehr geil. Bis auf die nicht echten Cuts. Ja, sehr nicer Track. Ja, aber für den nicht echten Cuts gibt es auch nur ein Dope von mir. Ich werde aber trotzdem auch bei dem Dope, ja. Ja. Ne? Alles schon stimmig in sich. Aber nicht vergleichbar mit vergangenen Tracks, so, die wir jetzt hatten. Oder? Das ist das zweite Dope eigentlich gerade, oder? Wir hatten noch eins, ne? Okay, als nächstes kommt Lowrider. Lowrider. Ist alle gleich im Kopf, so. Lass mal kurz checken, ob unsere Kamera noch läuft. Die muss noch ein bisschen durchhalten. Also heute nehmen wir den ganzen Aufnahmen, diese Karte, diesen Speicher, nehmen wir anal. Oh, wie schade. Das ist aber auch ärgerlich. Ich habe jetzt auch letztens wieder so ein Bild gesehen, Alter. Irgendeine Jana hatte Geburtstag, die hat so einen Namen ins Ballons aufgehangen. Und wenn du Jana andersrum liest, steht da halt Anal. Und die Leute haben den ganzen Tag geklingelt, Riesenballons mit Anal rausgezeigt, haben eigentlich hatte Jana Geburtstag. Ja, das hat sie hier schon. Das war so gut. Das hat sie hier schon, ja. Das war so gut. Sie heißt Lana, denn rückwärts heißt das.
Ja, ihr wisst schon. Weil die hieß ja Jana. Ja, ja, bin schon dabei. Are you ready with the Lowrider? So. Bist du mit dem Lowrider yes, bereit? Yes, yes, da yes, yes. Dann jetzt los. You've got to hear my ride. Als ich scheinbar wollte ich immer eine. Ja, da sind wir. Ne? Auf jeden Fall. West Coast geklimpert ist. Also, und ist da. Hätte mich jetzt gewundert, wenn es anders gekommen wäre. Ne? Lass ehrlich sein. Nicht anders. Deine, hab mich umentschieden, mein Bach ist noch deiner. Das Leben auf und ab wie im Lowrider. Wenn ich immer sterbe, dann in einem Designer. Damals waren es Packs in der Einfahrt. Heute ist es Stress mit den Neider. Der Boss ist wieder fresh aus dem Schneider. Sorry, wenn ich kurz geschäftlich war. Drücke bitte Stopp. Boss, danke. Das war ihm ein Vergnügen. Wer passt auf diesen Track als Feature? Cashmo. Zum Beispiel, ja, ich schmeiß noch DCV DNS. DCV DNS. Alter, safe, DCV ja. DNS wäre. Aber weißt du, wer noch drauf passt? Jetzt wird's spannend. Hundertprozentig. Weil sie passen auf alles drauf. Menasmos. Weil sie passen auf alles drauf. Ist doch so. Ja, true, auf jeden Fall. Wie Volkspatrone, entzünd die Ballmoral mit einer 100-Dollar-Note. Ein beiläufiger Slap bedeutet Vollnarkose. Deine Eier M&M's, meine Eier Golfballgröße. Der Boss aus den 80ern, zwischen jedem Finger eine, das sind 80er. Schwing mein Königszepter in der Kaiservilla. Auch als Dreifachmörder bin ich einfach Killer. Der Boss und du kleiner Spinner, meinst du seist der Bringer? Ja, als Bote einer Pizza, wenn ich Streit hab, zuck ich schon mal. Ich finde, da fehlen gerade noch so ein bisschen ernsthafte Synthies so. Ich fand tatsächlich, dass das das erste Mal war, dass der Boss unsauber gereimt hat. Oh, bei was? Habe ich überhört so. Ich habe jetzt einfach die ganze Zeit auf Synthies gewartet, dass irgendwas. Ja, Synthies fehlen schon. In die Richtung reinkommt. Und für richtigen G-Funk. Wow. Ja, genau. In der Kaiservilla, auch als Dreifachmörder bin ich einfach Killer. Der Boss und du kleiner Spinner, meinst du seist der Bringer? Ja, als Bote einer Pizza. Wenn ich Streit hab, zuck ich schon mal mit dem Zeigefinger. Ja, stoppe bitte. Gun, Trigger doch nicht. Ja, stoppe bitte. Ja, 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 ja. Hätte man, also ich nicht und er auch nicht. So. Wir können es beide nicht so, aber bisschen. Mit einer Wimper der Boss, G's schubsen mir den Weg frei. Pelz voller Gans, ich komm mit Wummen wie die Baseline. Muss es immer Pelz sein, ja. Ich komm mit Wummen wie die Baseline. Kleiderschrank wird von Fedden dominiert wie in den USA die Late Night. Als ich einmal wollte ich immer einen Deiner. Hab mich umentschieden, mein Bach ist noch geiler. Das Leben auf und ab wie im Lowrider. Wenn ich immer sterbe, dann in einem Designer. Damals waren es Packs in der Einfahrt. Heute ist es Stress mit dem Neider. Der Boss ist wieder fresh aus dem Schneider. Sorry, wenn ich kurz geschäftlich verreist. Es sind ja Synthies hinten dran, aber die sind viel zu leise. Ja? Die Omnipräsenz der Synthies fehlt. Und ja, das macht es ja tatsächlich am mir Ende des Tages schon ein bisschen aus. Tiefe in der Hook irgendwie. Weißt du, was ich meine? So oh, merkt ihr, wir werden kritisch, ne? Oh, 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 ja, Bruder. Das ist wieder fresh aus dem Schneider. Sorry, wenn ich kurz geschäftlich verreiste. Der Boss, früher hatte ich's Butterfly mit. Heute schützen mich die Killer eines Mafia-Kreises und das Bankgeheimnis. Klammheimliches Business und das LKA will Akteneinsicht vom Boss. Yeah, ihr kriegt sie kartonweise. Noch eine, ach was. Ihr kriegt sie tonweise, kriegt sie waggonweise. Viel Spaß beim Lesen, während ich unbeschwert davonheize, wie bei einer Ballonreise. Boss, komm ich aus unbeschwert davon heize, wie bei einer Ballonreise. Ja, aber schnell ist anders, ne? Ja, aber das Ding muss trotzdem geheizt werden. True. Dass ich Boss bin, ist safe, da kannst du drauf wetten. Ich komm dein vorlautes Maul mit der Faust brechen und werd von Anhängern beweihräuchert wie ein Taufbecken. Das werd von Anhängern beweihräuchert wie ein Taufbecken. Und auch hier hat mir so eine halbe Silbe gefehlt. Inge. Ja, aber mit der Faust das Maul brechen. Herr Lord, nein. Ja? Manchmal. Was? Es gibt solche Tage. Du kennst die Story mit Ripke? Ich glaube, auch solche Dinge gibt's. Ermüdungsbrüche. Ist egal. Vielleicht war er einfach im Kampfsport tatsächlich
und hatte so einen Haarriss im Knochen. Und dadurch ist das passiert. Bob, hast du gesehen, was der macht immer mit? Natürlich! Mit ich glaube, eins, zwei Bumps. Bruder, ich will nur sticheln so ein bisschen, weißt du? Ja, ich weiß. Ich will nur ein bisschen kitzeln so. Ich will, dass der Boss uns irgendwann einlädt. Dass ja, dadurch besteht, also wenn er damit nicht klarkommt, dann weiß ich auch nicht, ne? Das ist unser Naturell auf eine gewisse Art und Weise. Safe. Und meins auf jeden Fall. Ja, so. Safe. Und wir haben jetzt schon das zweite Bier so. Ne? Das geht, da spürt man schon ein kleines bisschen. In der Stadt voll gewissenloser Bürger. Mit mehr Schadenfreude als Versicherungsbetrüger. Der Boss kommt mit Skimaske und Baseballschläger. Als wäre er gleichzeitig Skifahrer und Baseballplayer. Als ich klein war, wollte ich immer einen Diner. Hab mich umentschieden, mein Bach ist noch geiler. Das Leben auf und ab wie im Lowrider. Wenn ich jemals sterbe, dann in einem Designer. Damals war es Packs in der Einfahrt. Heute ist es Stress mit dem Eider. Der Boss ist wieder fresh aus dem Schneider. Sorry, wenn ich kurz geschäftlich verreiste. Ah. Also, ich gehe voran mit einem Dope. Same. Okay, gut. Same. Gut, zwei Dumme, ein Gedanke. Das ist gut. Gut, diese. Wie gesagt, mir haben die Synthes tatsächlich im Track ein bisschen gefehlt. Ich glaube, das hat es nochmal geiler gemacht. Und ich muss dir an zwei Stellen tatsächlich recht geben. Ja? Wo es vielleicht etwas unsauber gewesen sein könnte. Das Jammern auf hohem Niveau auf jeden Fall. Ja, versteht's nicht falsch, es ist wirklich immer nur Jammern auf hohem Niveau. Okay. Big Boy muss seinen Hintern ausschütteln, das lassen wir natürlich drin, Alter. Shakest du ihn? Na, shake it off, oh, oh. Taylor Swift. Oh, das ist doch Taylor Swift, oder? Mit Shake it off. Okay. Hast du kein Radio so? Okay. Sag doch nur für euch so. Das könnt ihr ihm nicht glauben. Das letzte Mal, als er bei Taylor Swift richtig, richtig abgeshaked hat, ja, in seinem pinken Tütü. Ja, Bruder. Ja, ich jetzt. Ja, ich beobachte dich natürlich, wenn du dich unbeobachtet fühlst. Ach so, ja. Das sind genau die Momente. Ja, okay. Das sind die wertvollen. Ja, safe, das war so. Ja, denke ich mir doch. Als nächstes kommt die sternenklare Nacht. Okay, ich würde sagen, lass uns gleich einsteigen, oder? Huhu. Das wird nice. Deutsche Rapper machen Kohle, doch ich messe nicht mit mir. Denn so wie ich balle, misst sich auch ein Messi nicht mit mir. Blicke desinteressiert auf den Müll in dem Biss, langsam wird es zu zäh. Kyrillische Schrift, die idyllische Sicht aus der Schlossbibliothek. War kostspielig, okay, um Gottes Willen geh. Du sollst mich nicht stören, wenn ich lese. Das hier ist ein alter Schinken, so wie Sir Francis Bacon. Germany's. Das hier ist ein alter Schinken? So wie Sir Francis Bacon. Ja, Mann. Übrigens sehr geiler Autor, by the way. Okay. Babys, live und in Farbe. Erzähl mir nichts von Hypes, ich mach den Scheiß schon paar Jahre. Während jeder Move von dir ein Griff ins Klo ist. Wie bei deiner Putzfrau-Mutter, wenn die Dixie-Klos wischt. Die Olle hätte dich beinahe abgetrieben, als der Arzt sagte, sie müssen ihren inneren Schweinehund besiegen. Kid. Die Olle hätte dich beinahe abgetrieben, als der Arzt ihr sagte, sie müssen ihren inneren Schweinehund besiegen. Oh. Fies. Oh. Ich komm heim unter sternklarer Nacht und leg Wertsachen ab in meinem Herrschaftspalast. Unter sternklarer Nacht schrieb ich meine ersten Verse aufs Blatt. Unter sternklarer Nacht hat's im Ernstfall gekracht, doch das perlt alles ab. Unter sternklarer Nacht machte ich die Moves auf meinem Weg. Unter sternklarer Nacht gab es Ups, gab es Downs, alles gut, ich hab gelebt. Deutsche Rapper machen Kohle, doch ich messe nicht mit mir. Denn so wie ich balle, misst sich auch ein Messi nicht mit mir. Blicke desinteressiert vom Berghang herab auf das City-Panorama unter sternklarer Nacht. Ich begann meinen kriminellen Werdegang mit 8. Mit 9 das erste Drive-By-Abenteuer. Leichte Paranoia als der Beifahrer mit der. Mit 9 das erste Drive-By-Abenteuer. Ne, mit 8, oder? Und mit 9 dann die Paranoia. Nein, mit 8 begann die kriminelle Karriere. Ah ja, tatsächlich mit 9. Mit 9 das erste Drive-By-Abenteuer. Und danach folgte die Paranoia. Durch den Beifahrer. Was auch immer da passiert ist.
Ich begann meinen kriminellen Werdegang mit 8, mit 9 das erste Drive-By-Abenteuer. Leichte Paranoia, als der Beifahrer mit Eifer durch die Scheibe feuert, als ich durch die Kleinstadtstraßen steuer. Sehe im Schaufenster eine Goldkette, die nice ist, aber teuer. Ich zum kriminellen Scheiß hab, den ich meist danach bereut hab. Mein Leichtsinn war bescheuert, denn ich zog so viel Nasen, bis die Nebenhöhlen entzündet waren wie Steinzeitlagerfeuer. Willst du Reichsantrag, ne Neuner, immer plant jemand Stress. Holland Import über Fernfahrer-Trucks. Auf Jagd geh nach Cash unter sternklarer Nacht. Leg dich mit mir an, es wird herzhaft gelacht. Bruder, ich weiß nicht, warum ich gerade drauf komme. Wahrscheinlich, weil wir es gerade von einem Schriftsteller hatten, ne? Ich habe neulich versucht, Mark Twain zu lesen. Ja. Ich habe versucht, Mark Twain auf Englisch zu lesen. Altes Englisch, Alter. Alter fucking Scheißschwede, Alter. Ganz viel J-E. Y-E. Also wirklich, ne? Ich lese die Bücher flüssig normalerweise weg, ja? Ich habe, glaube ich, so nach 40 Seiten habe ich mir gedacht so, fick dich. Ohne Scheiß. Weil das so anstrengend war. Und das Schlimme ist, ich bin nicht mal reingekommen. Normalerweise kommst du rein und alles ist gut in deiner Welt. Irgendwann fühlst du den Film und dann passt es und keine Chance. Ja, aber also wirklich Twain, altes Mark Englisch. Twain, also im nicht modernisierten Text zu lesen ist auch, ich habe mal Englisch, die Shakespeare-Bände von meiner Englischlehrerin bekommen und es war auch noch altes Englisch. Das aber ist selbst, schon hart. Aber selbst, weil du sagst so, wir mussten damals in der Schule uns bei Shakespeare auf Englisch eine Zeit lang damit befassen und selbst, ja, anstrengend, aber nicht auf dem Level so. Aber Mark Twain hat meinen Kopf gefickt. Oliver Twist, ja, hat meinen Kopf gefickt. Nee, ernsthaft, ernsthaft. Also das ist richtig fies so. Wer das kann, ist King, Alter. Aber da war ich raus. Da war ich einfach ehrlicherweise nur noch raus. Unter sternklarer Nacht schrieb ich meine ersten Verse aufs Blatt. Unter sternklarer Nacht hat's im Ernstfall gekracht, doch das perlt alles ab. Unter sternklarer Nacht machte ich die Moves auf meinem Weg. Unter sternklarer Nacht gab es Ups, gab es Downs, alles gut, ich hab gelebt. Unter sternklarer Nacht in der City voll Snakes, von Rizbo produced sowie 50 von Dre. Damals angefangen mit nem Pretty Boy Face, heute Boss im Maybach wie Ricky Rose. Meine Handflächen rauer, denn ich ging durchs Game mit ner standfesten Aura. Wie Franz Beckenbauer bin der Mann in dieser Stadt. Der Rest steckt in der Hackordnung am abgeschlagenen Platz. Wie ne motherfucking Axt, K.O. Doppel L.E.G. Aha, Gangster-Style wie Escobar. Es ist der Typ, der letzte Schreiber im Echo war. Ich bring mein Lebenswerk zur Vollendung und euer Momentum ist im nächsten Momentum, raus aus dem Brennpunkt. Euer Momentum ist im nächsten Momentum. Ist geil, sehr geil. Heute in Willen gebieten, auch in 10 Jahren wird niemand über meinen Willen gebieten. Business-Termine, die Limousine startklar. Sorg immer noch für ausverkaufte Häuser wie den Immobilienmakler. Man hieße die Ahornblattfahnen. Der Boss wird mal wieder von oben bis unten gemustert wie seine Marmorfassaden. Vom Grasticker zum Star-Rapper zur Hassfigur, Drop-Klassiker und lass mich nicht verbiegen, so wie Knastgitter. Unter sternklarer Nacht schrieb ich meine ersten Verse aufs Blatt. Unter sternklarer Nacht hat's im Ernstfall gekracht, doch das perlt alles ab. Unter sternklarer Nacht machte ich die Moves auf meinem Weg. Unter sternklarer Nacht gab es Ups, gab es Downs, alles gut, ich hab gelebt. Auch stark. Ja, krieg von mir ein Dopestens. Von mir auch. Ich hab so im letzten Drittel jetzt noch überlegt, so wie ich mich entscheiden würde. Und tatsächlich Dopestens. Sehe ich auch so. Auch Hook war sehr, sehr nice, fand ich. Ja. Auf jeden Fall. So, liebe Freunde, ja, wir kommen ja so langsam zum Ende, würde ich fast mal sagen. Ne? Was haben wir denn jetzt noch? Wir machen jetzt erstmal den Legacy Defender. Ach, Bruder, weißt du, was das ist? Nee. Here comes the man in black, Legacy Defender. Okay, dann nicht. Na, natürlich. Wir kennen ja das komplette Ding noch nicht. Geliebte? Doch, aus dem ersten Video. Ja, es wurde ja nicht komplett ausgespielt. MIB schon. Ja, ja, klar. Beim ersten schon. Kompletto? Ja, und dann wurde es geschnitten. Wir schauen mal. Ja, Geliebte? Mic Drop?
Möchtest du mir einen Kuss geben? Ich kann dich verpixeln. Nein. Schlaf gut, mein Herz. Ja. Ich muss immer noch arbeiten. Ja, das bin ich. Knoblauch, Sport. Ciao. So, lass mal checken, ob wir das alles. Es sind nämlich 2,5 Minuten und die hatten wir nicht. Safe. Lass mal laufen. Safe nicht, Alter. Safe im ersten Teil. Das war doch nur... Bruder. Wir wären doch da schon längst auf die Talkbox eingegangen. Das wüsste ich doch noch. Das war in der ersten Folge, haben die das komplett und dann haben sie es geschnitten. Bruder, das ist... Also, es war länger in der ersten. Oder war das nur das Gespräch? Ist völlig egal. Ja, genau. Nach diesem... Ich schaue es mir nachher noch. Ich schaue es mir nachher noch. Wir können hier gleich dann gucken. Bro, wenn wir hier fertig sind... Ja. Gehe ich nach Hause, weil ich diese Videos noch schicken muss. Ja, alles gut. Ich entspann dich. Was geht dir viral auf TikTok? Ständig wollen allen meine Nummer 1 sacken. Warum? Sie wollen bei der Nummer 1 sacken. Also, das haben wir noch nicht gehört, Alter. Ich bin mir fast sicher. Mein Anzug ist maßgeschneidert. Die Punch ist ein Wunder, als ob es auf dem Mars geschneit hat. Mache so viel Geld, dass sogar Bruno Mars Cash schneit hat. Ach was, dass sogar Elon Musk Cash schneit hat. Mittendrin im Boss Life, Hits in Rekordzeit, dein Big, du wirst geohrfeit. Ich trage gerne teure Sneakers, bin das treueste Feature auf La Deutsche Vita. Zeit, dass ihr alle mitswingt und den Motherfucking Hit. Auch hier, ne? Ich bin das treueste Feature auf La Deutsche Vita. Sehr geil. Mitsing. Wenn hier einer kommt, dann ist das Christkind. Sonnenbrille auf, du wirst geblitzt. Stings, ja. Rap ist nur noch Junkie-Gewinner. Ich komm das Game dominieren. Sie mich repräsentieren wie ein Bambi-Gewinner. Aliens greifen Hype-Up doch, enden leider lost wie in einem Geisterschloss. Yo. Greifen Hype-Up doch, enden leider lost. Hat eigentlich mal jemand diese Serie gesehen? Lost? Nee. Ich auch nicht. Also ich habe mir tatsächlich von Lost, ich glaube, die erste Staffel gerade so noch ein bisschen gegeben. Aber dann war es vorbei. Soll eine der besten Serien aller Zeiten sein. Ja, ist immer Geschmackssache, würde ich sagen. Ne? Alright, ich bin immer noch Team Breaking Bad. Boah, The Wire, Bruder. Also Breaking Bad ist göttlich, ist auch auf jeden Fall Top 5. Aber The Wire ist aus meiner... Habe ich nie gesehen, deswegen kann ich es leider nicht beurteilen. Allein wie Cheese von dem... Also Math spielt ja ab der dritten Staffel, glaube ich, mit. Heißt da Cheese. Ja. Wie er von dem Muslim Brother... It's just a birdshot. But what should you do before to make me stop raising my gun again? Das ist total gut. Bleib der Boss und bin wie meine Kette vor der Diamond Rocks. Ich hab meinen eigenen Kopf, okay. On top of my game wie das Rockstar-Emblem. Mein Scheiß ist geregelt, Silent Hill, euer Geist ist benebelt. Die Palmen am Pool decken mediterran. Edward Tate ist quasi Colin, nur mit weniger Charme. Der Schlitz schwingt, wenn der Boss mitswingt. Sonnenbrille auf, du bist geblitzt, singst. David Bitch. Und Dorelana. Yeah. Auf jeden Fall gute Zeit gewesen. Mitten im Boss-Life. Yeah. So, warte, weil wir schnell sind, ja? Warte. War direkt am Anfang von der 1, sagst du, ne? Nee, das war in der 1. Achso, sagst du es nicht direkt am Anfang oder sonst irgendwas beim Einstieg? Nee, weil die machen ja die ganze Vorbereitung und dann irgendwie geht's dann los. Okay, dann müssen wir es so stehen lassen. Weil ich habe jetzt keine Lust... Also, wenn ich mich getäuscht habe, stelle ich das in der nächsten Folge, die wir... wenn ich mich getäuscht habe... Leute, müsst ihr damit leben, so. Es kann passieren. Shit happens. Shit happens all the time. Also da muss auch keiner was klarstellen, so. Shit happens.
Am Ende des Tages. Was haben wir als nächstes? So, den Sunset Boulevard. Baba. Okay, ich würde sagen, lass gleich einsteigen. Es sind nur noch zwei, Bruder. Wir haben es gleich geschafft. Zwei noch? Ja. Was haben wir denn noch? Sunset Boulevard. Und? Und jetzt wahrscheinlich noch Bosshaft bleiben am Ende. Den haben wir doch vorhin gemacht. Dann kommt aber noch ein Track. Rosen aus Blattgold, Entschuldigung. Okay. Ja. Wir sind auch schon wieder so ziemlich am Ende. Bisschen laut. Ein Deutschrapper. Ja, so schnell kann's gehen, wie ein Modellathlet. Es ist tatsächlich schon wie... So schnell kann's gehen, wie ein Modellathlet und nicht die somanische Sprinterin. Der Zeit, da sind jetzt ja, eigentlich nur noch die letzten Bars offen. Wie im Rotlichtbezirk um 5 Uhr morgens. Bruder, das Ding geht 8 Minuten. Wo deine Mutter wieder rumgammelt. Voll stockbesoffen kommt sie rausgetorkelt und hört sich folgende Zeilen. Das ist halt ein Outro. Mann, pass auf, folgendermaßen, ey. Schon wieder Outro, time to say goodbye. Fahr den Wagen vor, ich steig majestätisch ein in den taufrischen Rolls Royce. Aufrecht mit Hohlkreuz, viel Spaß mit dem Rest und ihrem Sauschlechten Hochdeutsch. Lauf endlich los, Mois, mach was aus deinem Leben. Und sag dann, La Deutsche Vita hat mir Kraft dazu gegeben. Wein zum Abschied noch paar Tränen, aber dann ist auch mal gut. Willst du Blume auf den Arm nehmen wie beim Krankenhausbesuch? Geh voran mit frohem Mut und lebt die Tage nicht in Endlosschleife. Das ist wie deine Nase nach einem Schlag, da muss Tempo rein jetzt. Deine Nase nach einem Schlag, da muss Tempo rein jetzt. Denn du weißt es, es ist längst auch kein Geheimnis. Bei Faulenzerei reactet der Boss menschenfeindlich. Brav, du büffelst grad für dein Abitur. Deine Mom lockt mich auf die Schlafsofa-Garnitur. Kippe danach, sie kippt danach, ne Bacardi pur. Ich habe gleich Meeting, sagt die strahlende Platinuhr. Ich habe gleich Meeting, sagt die strahlende Platinuhr. Aber Bacardi, ne, by the way, auch ehrenloses Getränk. Das ist wie Asbach. Gleiches Level. Asbach und Bacardi, hört auf damit. Rüschele. Ja. Oh, ich verhandel die Szene fletschend aggressiv. Regelrechtes Taktikspiel. Ich habe meine Hennessy-Flasche gefunden. By the way. Hast du? Ja. Ich habe mich aber noch geweigert, sie zu bestellen. Egal. Aber ich werde. Mach. Ja, mach ich auch. Wie ein defensives Rugby-Team, das kann sich noch lange ziehen. Mein Schädel braucht ne Aspirin, sonst muss ich die Waffe ziehen wie Artus Excalibur. Boom, du hörst vom Warnschuss nen Knall im Ohr, die Kugel zischt vorbei, als geht beim Strafstoß der Ball ins Tor. Ich hab das aus dem Bauch rausgemacht wie ne Nabelschnur, da ziehst du ne Fresse wie ein plastischer Starchirurg. Ich hab das aus dem Bauch rausgemacht wie ne Nabelschnur. Wie kommt man auf sowas? Irgendwie auch geil. Da, ne? Auch da kommt mir irgendwie die Leim bekannt vor. Ja? Das aus dem Bauch rausgemacht wie eine Nabelschnur, habe ich schon mal gehört. Echt? Ja, ich noch nie. Locker flockig wie ein Seitenbacher Müsli, mach ich deine Mutterschaft an. Das haben wir gehört. Locker flockig? Wie ein Seitenbacher Müsli, 100% haben wir das gehört. Aber wo denn? Ich habe keinen Plan. Wahrscheinlich aber dann bei den MRB-Folgen, das ist mit drin. Das muss so sein, weil Seitenbacher Müsli, da habe ich den Witz gemacht, die Werbung. 100%. Was ist das? Es gibt keine schönere Werbung als Seitenbacher Müsli. Müsli von Seitenbacher. Seitenbacher Müsli, lecker, 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 lecker. Ja, am Ende des Tages. Ich überlege gerade, ob das ein Teil davon war. Also es muss, weil ich kenne die Lines. Und wenn es nicht so ist, hat er gecheatet. Habe ich nicht. Ne, ich wüsste jetzt nicht so. Also mein Langzeitgedächtnis hat safe. Ich schwöre, dass ich die Line mit, also das mit dem Bauchnabel habe ich safe schon gehört. Und Seitenbacher Müsli auch in der letzten Zeit. Machen wir weiter, vielleicht kommt's Physis, ja. Und sie glaubt kurz, sie sei der Majestät würdig. Der Boss gibt ihren Rauswurf und meint dabei wie ein Schneekönig. Denn die Bitch da geht nicht klar. Klickbarm und das Ding ist geritztbar. Witzbar, ja sicher. Triffst du mich, ist es witzig wie zittrig du bist, als trifft dich ein fucking Blitzschlag. Ah, durch die Landschaft im Bentley Coupe. Groupies sind am Quietschen wie samstags mein Tennisschuh. Dein Girl braucht, wenn sie dich anfasst, ne Menge Mut. Weil du nen abstoßenden Schwanz hast wie ein Känguru. Zeit dich auszusondern, Poser. Denn ich komm aus nem Adelsgeschlecht wie die Pisse von Ernst August von Hannover. Segel weg nach Saragossa, seit der Post. Du musst für Ernst August nicht erhalten. Ich komm aus nem Adelsgeschlecht. Die Pisse von Ernst August von Hannover. Aha. Aus einem Adelsgeschlecht. Mhm. Oh, wie gut, Alter. Ja, ist gut. Ein Bootsführerschein hat, fühlt er sich wie Captain Barbarossa. Schau auf sein Antlitz, es lacht wieder. Denn er lenkt die Sunseeker-Yacht prima. Richtung Sonnenuntergang. Deine Legacy gefickt, wer wünscht sich Sonnenuntergang? Sonnenbrille wie Morpheus. Richtung Sunset in Rolls-Royce. Sunset wohl. Sonnenbrille wie Morpheus. Welche Pille? Sunset Boulevard. Und ich roll im Rolls Royce Phantom Player so wie Großkreuz Kevin.
von Rolls Royce Phantom sowie Groß Kreuz Kevin. Kennst du nicht? Blaue Pille, rote Pille, Matrix. Ja, kennst du Kevin Großkreuz? Nee, klar. Okay. Den Dönerwerfer. Ja, oder safe. Richtung Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Ja. Und ich. Wo hat Kevin Großkreuz gespielt? Ich glaube Stuttgart. Nein, Dortmund. Dortmund? Er hat dann irgendwann mal, ist er zu Stuttgart gegangen, also Dortmund da. Weißt du, dass Dortmund einen neuen Spieler geholt hat? Der Dönerwurf bei Dortmund. Ja. Das. Weißt du, dass Dortmund sich einen neuen Spieler für die Reserve geholt hat? Nein. Weißt du, wie der heißt? Nein. Nie Schalke. Wirklich wahr? Bester Move ever. Bester Move, auf jeden Fall. Den hätte ich aus Spaß schon eingekauft. Meistverkauftes Trikot auf Dortmund. Nie Schalke. Ja, aber du weißt, ich bin nicht so fußballaffin. Von daher ist es allein schon ein Wunder, dass ich Kevin Großkreuz kenne. Safe, ja? Ja. Aber Dönerwurf hat es gemacht, geklärt und dann, wie gesagt, hat schon gepasst. Bester Mann. Ja. Weltmeister. Richtung Sonnenuntergang. Roll vorbei an deinem Pommesbudenstand. Werf eine Handgranate rein und es bleibt dann da nur noch Brei, wo eben gerade noch deine Pommesbude stand. 18 Jahre und kein Ende, ich regiere wie der Pater. Schlender Sieger lächeln tragend über Beats wie Promenaden. Resümierend kann man sagen, unter dem Strich wurden endlich wieder eure Mütter gefickt. Und jetzt wollt ihr eure Ehre retten, leider seid ihr Laberbacken. Tief im Innern wollt ihr statt einem Kleinkrieg lieber gar nichts machen. Jetzt quatscht ihr davon rein fiktiven Rachetaten, weil die Host den Bosskopf, wenn er rein fiktiv in Rachentaten. Kid. Super stark. Super. Du kriegst es Heimweh auf Klassenfahrt. Ich mit meiner Macho-Art mehr Schädel als ein Massengrab. Heute hier, morgen da, der Boss reist international. Ja, niemals Bastardin, als wäre er aus Afrika. Geile Metapher. Also nein, wir verpassen die Lines nicht. Wir halten nur nicht an, weil es stellenweise makaber ist. Also das nicht, aber weil der Track 8 Minuten lang ist. Nee, aber jetzt das Massengrab und die Schädel. Dope, also. Fand ich schon, ist eine dope Line. Dope aber Line. Auf den Bahamas in kunterbunter Shorts, nichts mit dreckig abfüllen wie in Untergrund. Hast du einen sitzen? Nee, aber wir haben halt KIZ gemacht, verstehst du? Also ja, alles gut, alles gut. So. Ja, aber ich fick das euch war ja noch, alle. Bruder, das war ja nochmal drüber, ja, über all dem. Und er kriegt mehr Schädel als ein Massengrab, ist geil. Pass mal auf, ja. Aber daraus resultieren, dass wir einfach dann halt dementsprechend so oft gehalten haben, weil KIZ war einfach so. Die Schamesröte, dieses, ich wusste gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll bei KIZ. Da war ja alles aus. Der Säugling in meiner Louis Bag. Ja, genau. Und was willst du denn machen? Es wegignorieren, nachdem du umfällst? Nee. Du würdest ja vor lauter, keine Ahnung. Ich fand's einfach nur geil. Überreaktion eigentlich so viele Lines verpassen und deswegen, da musst du es ja machen am Ende des Tages, ne? Boss, es ist der grundgesunde Lord, der die Kokosnussmilch verköstigt. Todesgechillt wie Ötzi, letztens noch vom Haftrichter gemeckert. Ich darf das, der Boss ist zertifizierter Waffentrigger-Tester. Mein Anwalt meint zwar noch, das war kein absichtlicher Treffer, doch das macht's im Schnitt nicht besser. Bin Plastikpizzamesser, bald wohl Knastgitter als Fenster. Muss die Suppe auslöffeln, nix mehr Kaviar, Boss, jetzt schlürfst du Suppe auslöffeln. Doch ich wär nicht der Ghetto-Boss, hätte ich da nicht noch was Feines im Ärmel. Wie ein Manschettenknopf, kurzer Talk unter 4 Augen, Freispruch 50.000 Bar. Paar kleine Geldeingänge wie beim Münzschlitzautomat. Auch sowas wie Mord gibt es zwar günstig auf dem Markt, doch den Job macht der Boss selbst, da ist er künstlerisch begabt. Ihr macht künstlich auf loyal, doch dein Rap. Ja, dann mach den Job doch einfach mal selbst so. Da ist der Boss künstlerisch begabt. Da kannst du mit deinem Besteck kommen, ne? Und kannst dich mal ausleben. Alter, ist eine Zweckgemeinschaft wie der FC Bayern. Nein, ich immer noch nett, Bruder. Ich hab einfach nur safe einsitzen. Oh, laber doch nett, Alter. Sei mal nicht getriggert, klingt traurig, aber stimmt. Doch ist auch nicht weiter schlimm, Alter, Hauptsache Gewinn. Bei Frauen bist du eher als der Kumpeltyp bekannt. Denn du hundemüder Junkie bist nur ungenügend Mann. Der Boss ist wie eine Ente, er zieht junge Küken an, bis sie ihm Treudorf hinterherwatscheln mit ungeübtem Gang. Ich rauch Zigarren, bis der Lungenflügel dampft. Was für Hustensaft. Pack den Grey Goose auf Seite, Scrooge McDuck. Und schau mal, ob die Lautstärke reicht. Denn ich brauch jetzt deine volle Aufmerksamkeit. Denn du wartest auf eine Zeile mit, der braucht wieder ein bisschen. Doch so kopfig Shit werd ich hier, glaub ich, gar nicht kicken. Diese LP wurde schlicht auf einem schnellen Ego-Trip einfach runtergeschrieben wie Hotel-Neon-Schrift. Ich kickelte im Halbschlaf paar Textzeilen auf Blätter. Heraus kam das laidbackste Rap-Album ever. Boss, aber was ist mit der guten alten Zeit? Ach guck mal, jetzt weinst du auch, das tut mir aber leid. Gut, ich will mal nicht so sein. Ich sag's wie du Pubertätsrebell, wenn du deinen Vater siehst. Ich will mal nicht so sein. Warum denn klein? Alter. Wie ein Pubertätsrebell. Dein Vater sieht, ich will mal nicht so sein. Ich wusste nicht, ja, dass du das Wort Pubertät und Rebell zusammen kombinieren kannst.
In Pubertätsrebell. Ist logisch am Ende des Tages, ne? Sollte auf jeden Fall ein geflügeltes. Kam in meinem Leben noch nie vor. Sollte ein geflügeltes Wort werden, auf jeden Fall. Ist geil. So weinerlich. Hatten wir früher so Filme mit Pubertieren, dann höchstens im Zeichentrick. Bitteschön, du Hosenscheißer, kannst dir jetzt schön den Kopf zerbrechen wie ein Schoko-Weihnachtsmann, denn da hast du deine Line. Passt das dann soweit? Ich weiß, es gab schon krassere, doch raff erst mal die Line, ey. Deutscher Rap, ich pass hier nicht hinein. True. Ja. Ich weiß, es gab schon krassere, aber raff erst mal die Line so. Ja. Yeah. Genauso wenig wie mein Brother Aschko war die Eins. Der gibt dir wütend ein paar Kicks und du liegst rum, als wärst du müde, eingelegt wie ich bei Südseereisetrips. Deutschrap ist ein Haufen weichgespülter kleiner Kids, die drauf achten, dass die Weste eine Blütenweiße ist. Ey, die Fans hören deinen Rap, aber spüren ihn einfach nicht, wie deine süße kleine Bitch deinen übelst kleinen Dick. Bemühe dich einfach nicht. Ey. Was willst du denn machen, wenn es so ist, ne? Ja, fühlt euch nicht gefrontet, ja, falls euch davon angesprochen fühlt. An die so. Mikropenis-Community ist es alles gut. Es ist alles gut, ja. Auch ihr habt Hoffnung. Kannst du operieren lassen, oder? Berlusconi. Du fühlst dich fly as shit, dabei hast du dich. Der hatte. Pumpe. So. Hat er, oder? Eingebaut. Ja, yeah, Pumpe, ne? Yeah. Also von daher, alles gut, ne? Mit der x-ten Tüte high gekifft. Der Boss, der eure Mütter auf die Bürgersteige geschickt hat, wieder übernicen Drip. Also züge deine Sis, denn die glühend heiße Bitch stimmt die Bühne bei meinem Blick, weil ich mir über Bretter schliff, als ihr Bügeleisen griff. Ich flieh Richtung Sunset Boulevard. Auch super nice allein gewesen. Kollega, Modezar, Glanz, Glamour, Gloria, ey. Sonnenbrille wie Morpheus. Richtung Sunset im Rolls Royce, Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Und ich roll im Rolls Royce, Phantom, Player so wie Groß, Kreuz, Kevin. Richtung Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Gefickt, der Boss ist wieder back. Ich habe aber gehört, dass auf jeden Fall die Davidoffs anscheinend angeblich in ihrer eigenen Liga spielen. Ja? Oder eine Romeo und Juliet oder eine, wie heißen sie die anderen? Die ganzen Siglos. Cohiba. Cohibas, danke, bis dein Schatz. Halt nicht mithalten können. Angeblich sei das so. Also angeblich soll die beste Zigarre, die du da drüben kaufst. Nicht die beste. Soll eine deutsche sein. Die du wo kaufen kannst. In Kuba, weil der Typ, der das gemacht hat, deutsch war. Also wenn du jemals gesehen hast, wie diese Dinger Hermanns gerollt. Oder so, oder Hermanns oder. Also es gibt in Griechenland das Schnitzel Hoffmann und das ist Cordon Bleu. Ja? Überleitung des Todes, woanders hin. Nee, aber falls ihr jemals gesehen habt, so wie diese Zigarren gedreht werden. Nee. Uh-uh. Da hast du irgendeinen Julio, der in der Fabrik 40 Grad Außentemperatur, richtig schöne kurze Höschen anhat, die ganzen Blätter auf einem Tisch vor sich und dann rollte die sich so lecker über den Schenkel. Ja, und ich schwöre euch, der Typ hat richtig viel Haare gehabt. Ja, und ihr wisst, was das heißt, ne? Da geht einiges mit rein. Und deswegen so, nee, es ging jetzt nicht um die Beste, aber die Davidoffs sollen angeblich sehr, 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 sehr weit vorne sein. Wenn das stimmt, was die Whiskey Gents so erzählen aus Schweinfurt. Mit ihren Zigarren und ihrem leckeren Alkohol. Als wäre er ein englischer Rücken. Und ich sag euch mal so, da habt ihr nicht mit gerechnet, ne? Ja, ja.
Pass auf, Freunde, ihr wisst, mit dem Boss ist immer zu rechnen. Als wäre er ein absolutes Mathe-Ass. Wie du Streber-Nerd mit deiner Langhaarmatte, wo du schnellstens mal wieder auch zum Friseur dich begeben solltest, aber leider hast du kein Taschengeld gekriegt, weil du wieder statt einer 1 nur eine 2 plus nach Hause gebracht hast in dein feines Elternhaus. Wie dem auch sei, der Boss verabschiedet sich hier mit diesen Worten und ich sag mal so, es ist wie Signaturen. Man schreibt sich, meine Freunde. Man schreibt sich, Freunde. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war La Deutsche Vita vom absoluten Weltmonarchen. Du vielleicht letzten seiner Art. Ihnen noch einen angenehmen Abend. Kommen Sie gut heim. Das wünschen wir euch auch. Das wünschen wir euch auch. Also das Auto kriegt von mir nochmal ein doofestens as fuck, weil es einfach 8 Minuten auf die Fresse sind. Sehr, sehr geile 8 Minuten. Wie eigentlich jedes Outro vom Boss. Ich schließe mich an. Von daher kriegt das in der Gesamtnote ein doofestens plus plus. Ja, also wir sind, glaube ich, im Schnitt so bei mehr doofestens als doofestens as fuck. Ja, auf jeden Fall. Von daher, danke Boss. Wir haben aber ein Nope. Das auf jeden Fall. Ich denke, wir haben so um die 3 Dopes. Na klar, aufstehen, Alter. Oh shit, ja. Ja. Außerdem willst du deine Aussage revidieren. Nein. Ja, sehr geil. Dopestens as fuck hatten wir so an die 4-5 und der Rest waren alles Dopestens, würde ich fast behaupten. Deswegen sagen, durchweg Dopestens. Auf jeden Fall. Sehr, sehr starkes Album. Wir warten aufs nächste Jahr, Boss. Hätte auch 5 Tracks weniger sein können. Ja, aber trotzdem. Am Ende des Tages muss man das appreciaten, was hier los war. Ne? Lasst. Ja, jetzt kommt noch Asphalt Massacre 4. Also alles geisteskrank, was der Boss hier abgeliefert hat. Also wirklich. Und könnt ihr euch sicher sein, dass es die nächsten Jahre von niemandem übertroffen wird, außer vom Boss selbst vielleicht. Hier. Ne? So sieht's aus, Freunde. Weil nächstes Jahr droppt ja wieder. Ne? Also wir sind das jetzt gewohnt. ZHT5. Natürlich, Spirit, natürlich. Muss ja. Ne? Der Deutsche Vita. Also sonst wäre ich enttäuscht. Ja. ZHT6, JBG4, alles nächstes Jahr bitte. Und by the way, Empfehlung, ne? Gönnt euch den neuen Track von Genetik. Alles aus. Word. Alles aus. Peace. Ja. Wir sind raus. Lasst euch gut gehen. Habt Dope Spaß damit so. Und seid lieb zu uns. Kommentiert, liked, Glöckchen und ihr wisst Bescheid. Und teilt und macht und folgt uns auf Instagram. Macht doch alles, was wir brauchen. Genau. Macht einfach alles, was ihr mit den Großen auch machen würdet und bleibt einfach bei uns. Alright? Ja, genau. Von daher, ganz viel Liebe. Hashtag Hoodie Mob. Wir sind raus. Ciao.